Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es um den Auftritt des AfD-Politikers Rüdiger Lukassen bei Markus Lanz. Es ist der erste Auftritt eines AfD-Politikers in einer reichweitenstarken Talkshow des Öffentlich-Rechtlichen. Zunächst ein paar Ausschnitte, danach, was Rüdiger Lukassen aus meiner Sicht hätte verbessern können, welche Möglichkeiten er gehabt hätte. Und ist Russland Täter oder Opfer? Es gibt ja dieses seltsame Narrativ, die armen Russen, die werden da ständig provoziert, der arme Putin, die böse NATO. Wie ist das für Sie? Auf den Punkt bezogen, also wenn man den Februar letzten Jahres nimmt, ist es ein Angriffskrieg. In dem Moment ist Russland Täter. Sie sind in ein anderes Land einmarschiert, auch wenn sie vorher schon da waren. Wir können die Zeit von 2014 bis 2023 ja nicht vernachlässigen. Trotzdem Täter. Aber jeder Krieg hat doch nicht eine Auslösung, die nur für einen oder zumindest eine Vorgeschichte, die nur auf einen Moment bezogen ist. Also das heißt, Russland ist provoziert worden, oder? Nein, es hat eine Vorgeschichte, dass gegebenenfalls, nein, höchstwahrscheinlich die Sicherheitsinteressen der Russischen Föderation nicht genügend beachtet worden sind, dass es sich nicht bemüht wurde, Minsk II vernünftig umzusetzen. Sie haben doch auch miterlebt, in der Zeit, als Maas Außenminister waren, wir haben in dieser Legislatur doch gar nichts darüber gehört, dass Minsk II so umgesetzt werden würde, dass man vernünftig an den Tisch kommen würde. Darf ich mal ganz kurz dazwischen? Ich verstehe gerade ehrlich gesagt nicht, was hier passiert. Sie sind mir aufgefallen, uns auch aufgefallen, durch Interviews, die so diametral entgegengesetzt zu dem sind, was Ihre Partei sonst so macht. diese seltsame Russland-Romantik, diese seltsame Pro-Putin-Rhetorik die ganze Zeit, kommen wir auch gleich noch drauf, das waren Sie nicht. Sie haben sich immer wieder, ich habe es auch eingangs gesagt, davon distanziert und sagten immer wieder, den Krach dafür, den nehme ich gerne in Kauf. Ich liege da komplett quer mit meiner Parteiführung. Da gibt es jemanden wie Tino Chrupalla, dem Parteichef, der hat mich auf dem Radar, weil ich nicht diese Position teile. Es ist Wahnsinn, was die Russen da machen. Und Putin ist eindeutig ein Kriegsverbrecher. Heute sitzen Sie hier und reden ganz anders. Was ist passiert? Also ich kann nicht feststellen, dass ich anders rede. Ich habe Ihnen ja deutlich gesagt, dass es sich um einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg handelt. Und ich kann Ihnen auch versichern, dass ich es verfehlt habe. Sie sind nicht mal bereit, das zu wiederholen, was Sie schon öfter gesagt haben, dass Putin für Sie ganz klar ein Kriegsverbrecher ist. Ich habe nie gesagt, dass er ein Kriegsverbrecher ist. Ich sage Ihnen, das soll der internationale Gerichtshof, Strafgerichtshof entscheiden. Und dieser Angriffskrieg war völkerrechtswidrig. Okay. Und dafür sind schon andere verurteilt worden. Das lässt an Eindeutigkeit doch eigentlich nichts zu wünschen übrig. Diese seltsame Russland-Romantik in Teilen Ihrer Partei, großen Teilen Ihrer Partei, woher kommt die? Wie war der Verlauf der Sendung? Am Anfang ließ Markus Lanz es ruhig angehen. Es ging um China, um Taiwan und Rüdiger Lukassen hat aus meiner Sicht einen guten Eindruck hinterlassen. Man hat gemerkt, er wollte jetzt Markus Lanz nicht vor den Kopf stoßen, er wollte jetzt das öffentlich-rechtliche Narrativ nicht stark angreifen, aber er wollte trotzdem die AfD-Positionierung deutlich machen. Warum wollte er das Narrativ nicht angreifen? Wahrscheinlich aus meiner Sicht, er wollte es Markus Lanz recht machen, er wollte wieder eingeladen werden, er wollte nicht anecken, er wollte die AfD integrieren. Er wollte, dass die AfD eine Zukunft hat, dass die AfD in das ganze System, wie wir es kennen, dass sie ein Bestandteil wird und dass man miteinander auskommt. Was jetzt ja gar nicht negativ erstmal ist, dass man miteinander auskommt, dass man versucht, aufeinander zuzugehen, dass man nicht gleich das Härteste bringt. Es ist aber aus meiner Sicht, weshalb er nicht so hart angegriffen hat, wie sich ich wahrscheinlich und die meisten anderen gewünscht hätten, ist aus meiner Sicht auch ein Informationsdefizit immer noch. Es ist ja so, dass jetzt Leute wie ich habe meine Doktorarbeit schleifen lassen und viele Zuschauer hier, wir konsumieren sehr viel YouTube. Also wir sind wahrscheinlich regelrecht, uns interessiert das und wir investieren insgesamt sehr viel Zeit. Man muss jetzt sehen, dass jemand wie Rüdiger Lukassen, er hat ein Parteiamt, er hat viel zu organisieren. Und es ist die Frage, welche Medien er konsumiert. Es ist ein mehrstufiges System. Beispielsweise die Junge Freiheit ist aus meiner Sicht, sie ist beeinflusst. Es ist kein wirklich unabhängiges, neutrales Medium. Es ist ein scheinoppositionelles Medium.
Aber wichtige Fakten zur Ukraine werden in der jungen Freiheit verschwiegen. Beispielsweise die ganzen Menschenrechtsverstöße. Diese Menschenrechtsverstöße und auch die Geostrategie werden jedenfalls, soweit ich es mitbekommen habe, in der jungen Freiheit nicht ausreichend beleuchtet. Das gleiche gilt vielmehr noch für die NZZ oder die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Das scheinkonservative Zeitungen sind aus meiner Sicht, aber was in Wahrheit CIA-Propagandablattplätze sind. Nicht mehr. Aber viele nehmen immer noch diese Zeitungen als konservative Zeitungen wahr. Also Zeitungen, in denen sie ursprünglich heimisch sind. Es zeigt sich jetzt aber, dass einige Informationen auch mittlerweile zu Rüdiger Lukassen durchgedrungen sind. Jedenfalls hat er aus meiner Sicht viele kluge Sachen gesagt, beispielsweise mit den Interessen, dass die USA eigene Interessen haben und Europa eigene Interessen haben und dass das an sich nicht schlimm ist, sondern dass es erst schlimm wird, wenn Europa seine Interessen nicht mehr wahrnimmt. Was eigentlich den Kern der Sache trifft, was aber natürlich nicht das so drastisch beschreibt und so schlimm beschreibt, wie es in Wahrheit natürlich ist. Und das hat er wahrscheinlich deshalb gemacht, um wie gesagt die AfD-Position rüberzubringen, um sie auch überzeugend darzustellen, aber um nicht Markus Lanz und den anderen Gast, um sie nicht vor den Kopf zu stoßen. Aber er denkt jetzt momentan noch, er kann hier auch AfD-Positionen bringen, dezent, vorsichtig, freundlich, aber er geht im Moment noch davon aus, er kann das vorbringen. Anscheinend aber hat es sich hier um ein Missverständnis gehandelt. Um Mitte der 20. Minute wird das plötzlich klar. Lukassen kommt auf das Waffenstillstandsabkommen Minsk II zu sprechen, das nicht gut umgesetzt wurde. Er spricht von einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg, was in der Einfachheit aus meiner Sicht ein großer Fehler ist, der AfD gewesen ist, das so einfach, so klar zu postulieren, womit man den Öffentlich-Rechtlichen in ihrem Narrativ, womit man ihnen großen Gefallen getan hat. Er macht das zwar pflichtgemäß auch, er gibt zu, der Angriff am letzten Februar, er wäre völkerrechtswidrig gewesen, er weist aber gleich darauf hin, dass wenn man den Zeitpunkt punktuell betrachtet, dass es dann so ist, dass es aber eine Vorgeschichte gibt. Das ist ganz wichtig, er spricht hier von einer Vorgeschichte. Und er kommt dann auch auf Minsk II zu sprechen. Das heißt, er macht ja klar, es ist zwar völkerrechtswidrig, aber... Und genau damit hat wahrscheinlich Markus Lanz nicht gerechnet. Er hat gedacht, er hat hier einen Verbündeten. Uneingeschränkt, der die AfD-Position kritisiert. Und er macht jetzt auch ganz klar deutlich, dass deswegen Lukassen eingeladen wurde. Eben weil er nicht die AfD-Position teilt, sondern dass er sie kritisiert. Wir haben in dieser Legislatur doch gar nichts darüber gehört, dass Minsk II so umgesetzt werden würde, dass man... Herr Lukassen, darf ich mal ganz kurz dazwischen? Ich verstehe gerade ehrlich gesagt nicht, was hier passiert. Sie sind mir aufgefallen, uns auch aufgefallen, durch Interviews, die so diametral entgegengesetzt zu dem sind, was Ihre Partei sonst so macht. Als jetzt also Lukassen über Minsk II erzählen will, wird er plötzlich harsch unterbrochen und angegangen, was diese Putin-Versteherei soll. Und das Problem ist jetzt, Lanz lenkt dabei wahrscheinlich erfolgreich bei den meisten öffentlich-rechtlichen Zuschauern, die noch nicht mehr wissen, was Minsk II, was es überhaupt bedeutet, das Waffenstillstandsabkommen, was es damit auf sich hat. Er lenkt jetzt sofort davon ab. Das heißt, er unterbricht hier, er merkt, Lukassen betreibt jetzt Aufklärung, er bringt die Leute zum Nachdenken, zum Recherchieren und genau in dem Moment schreitet Lanz ein und merkt, okay, das läuft jetzt hier anders, als ich es will. Und interessant ist jetzt, was aus meiner Sicht wirklich verhängnisvoll ist, dass Lukassen sich das wahrscheinlich auch anders vorgestellt hat, dass er hier mehr sagen darf, in Anführungszeichen, und dann ihm das trotzdem nicht übel genommen wird. Und ab dem Zeitpunkt, er betreibt keine Aufklärung mehr. Also er hat Minsk II, wollte er noch ein bisschen was erzählen, die AfD-Position damit auch begründen, weshalb man gegen Waffenlieferungen ist. Man hat gemerkt, Lukassen wollte ihm jetzt nicht vors Schienbein treten. Er hat dann die Position begründet mit den Waffenlieferungen, dass die Bundeswehr so ausgeblutet wird und dass die Verteidigungsbereitschaft gesunken ist. Und es ist auch das Problem von Lanz und Öffentlich-Rechtlichen, dass die Zeit gegen sie spielt, solange es keine Fortschritte in der Ukraine gibt für die ukrainische Armee. Weil auch mit dem öffentlich-rechtlichen Narrativ der Waffenlieferung, solange die Russen nicht weggeschlagen werden, haben die Waffenlieferungen nichts gebracht außer Toten. Das kann auch Lanz mit dem öffentlich-rechtlichen Narrativ, dass Russland extrem böse ist und so weiter und so fort, das können sie nicht vom Tisch wischen so einfach. Das Einzige, was sie sagen können, und was vielleicht auch erfolgreich ist bei vielen, ist, dass sie sagen, wenn wir jetzt die Waffen nicht geliefert hätten, dann würde Russland schon Moldawien angreifen.
Russland, Putin ist das ultimative Böse. Er ist ein chronischer Verbrecher. Er möchte ein Land nach dem anderen angreifen. Und aus dem Grund war es Lanz natürlich auch so wichtig, Lukas dann zu unterbrechen, wenn er irgendwas von irgendeiner Vorgeschichte erklärt. Weil das würde das Dämonen-Narrativ von Russland angreifen. Und deswegen, und natürlich für uns mag das unglaubwürdig klingen, aber wir müssen wissen, wir sind jetzt in unserer Blase, aber in der öffentlich-rechtlichen Blase, in der Blase der großen Medien, gibt es keine Vorgeschichte, wird permanent auf die Leute eingehämmert, Putin ist der Böse, Russlands Angriffskrieg. Immer wenn die Thematik auf Russland und Ukraine geht, dann wird immer genannt russischer Angriffskrieg. Das ist immer die Headline. Weil die Öffentlich-Rechtlichen wissen, die Propaganda funktioniert so, man muss etwas oft wiederholen, dann prägt sich's ein. Auch wenn es logisch betrachtet, wenn das Dargestellte falsch ist. Und was kann jetzt Lukassen aus meiner Sicht dagegen machen? Aus meiner Sicht ein Fehler von der AfD war, so uneingeschränkt von einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg zu sprechen. Jetzt werden einige sagen, ja nee, das muss man doch machen. Das macht doch auch Daniele Ganser, das muss man auf jeden Fall machen. Weil wenn man das nicht macht, dann macht man sich total angreifbar. Das kann man nicht kontern, weil Russland hat ja nun angegriffen. Das ist ganz eindeutig, das kann man nicht von der Hand weisen. Wir müssen auch sagen, völkerrechtswidriger Angriffskrieg, das müssen wir ganz klar so sagen. Und wir relativieren es damit, dass wir dann sagen, die USA haben das ja auch andauernd gemacht. Das sagt ja Daniele Ganser immer, das ist ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg. Aber USA hat im Irak und so weiter haben sich auch völkerrechtswidrige Angriffskriege angefangen. Es ist auch nicht so, dass man jetzt sagen kann, dass es nicht völkerrechtswidrig ist. Aber man kann es einschränken, dass es nicht ganz so klar ist, was jetzt genau völkerrechtswidrig ist und was nicht. Und wie kann man jetzt das Ganze kontern? Oder wie kann man es auch ganz leicht kontern? Wie kann man jetzt das kontern, wenn jetzt man sagt, nee, wir sprechen jetzt nicht eindeutig von einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg. Und jetzt kommt dann der Anwurf von der Gegenseite. Ist doch ganz klar, Russland hat die Ukraine angegriffen. Deswegen ist es ein Angriffskrieg, deswegen ist es ein Völkerrechtsbruch. Da gibt es überhaupt nichts zu diskutieren. Ganz einfache Sache. Und jetzt kann man ein Zitat von Petro Poroschenko bringen. Und zwar von 2014. Und da hat er gesagt, deren Kinder werden im Bunker leben, so werden wir den Krieg gewinnen. Und hier ist jetzt jedes Wort wichtig, deren Kinder werden im Bunker leben. Nicht unsere Kinder dort im Osten werden im Bunker leben, sondern deren Kinder werden im Bunker leben. Das heißt, Petro Poroschenko, er war ja ukrainischer Präsident, selbst er gibt zu oder er signalisiert ganz eindeutig, die Leute da, die gehören nicht zu uns. Das sind nicht wir. Das ist die russische Minderheit, die ist nichts wert. Das sind die. Wir sind die Ukrainer, das da drüben sind die Russen. Das sind die. Das sind deren Kinder. Das sind nicht unsere Kinder. Und man muss wissen, dass es schon 2014 im Donbass ein Referendum gab, wo die übergroße Mehrheit sich von der Ukraine abspalten wollte. Und das Gleiche kam 2022 nochmal. Und da hat sich der Westen ja geweigert, das Referendum zu beobachten. Überhaupt das irgendwie darüber zu berichten, das zu überprüfen, dem nachzugehen. Weil wenn man die Vorgeschichte kennt, vor allen Dingen, was in den großen Medien hier überhaupt nicht kommt, sind die ganzen Menschenrechtsverbrechen der Ukraine. Das ja, was ja eigentlich unvorstellbar ist für die Leute hier, dass die ukrainische Armee auf Anweisung der Regierung auf Zivilisten schießen lässt. Also auf zivile Gebäude, permanent. Dass also permanent Terror stattfindet und dass mindestens 14.000 Tote durch die OSZE registriert sind, wovon die übergroße Mehrheit, ich glaube 75%, die Zivilisten sind und die ukrainische Armee dafür verantwortlich ist. Und das ist ja die Untergrenze, das ist ja das, was registriert ist. Was vielleicht nicht mal Rüdiger Lukassen weiß, weil es einfach in den Medien nicht kommt, weil es in der Jungen Freiheit nicht kommt, weil es einfach in den großen Medien nirgendwo kommt, nur bei alternativen Medien, ist, dass 2021 in der Ukraine eine Militärdoktrin verabschiedet wurde, in der ganz klar beschlossen wurde, die Krim und auch den Donbass militärisch zurückzuholen, sie anzugreifen. Und auch, dass der Beschuss 2022 vor dem russischen Angriff massiv erhöht wurde, also um das Zigfache erhöht wurde, dass also so permanent überall Bomben eingeschlagen sind. Und ja, die Ukraine sowieso verkündet hat, dass sie das zurückholen wollen. Das wurde verabschiedet. Das ist eine offizielle Haltung der Ukraine. Das heißt, hier sehen wir, es gibt ja dieses Kosovo-Urteil 2012, wonach das Selbstbestimmungsrecht der Völker oberste Priorität hat. Das heißt, wenn jetzt Landesteile wie jetzt der Donbass, wenn die unabhängig sein wollen, die Mehrheit der Leute, dann ist denen das gestattet. Dann kann die Ukraine da nichts dagegen sagen. Das galt ja, wurde damals als Begründung dafür genommen, dass der Kosovo unabhängig ist. Jetzt ist es so, im Kosovo gab es kein Referendum. Und dort ist es für den Westen okay, dass der Kosovo unabhängig ist von Serbien, weil sie nicht zu Serbien gehören wollen. Aber es gab kein Referendum. Hier ist es jetzt so,
dass die Zivilbevölkerung beschossen wird. Beschossen wurde seit Jahren. Und es kann überhaupt keinen Zweifel daran geben. Oder es gibt auch Rassengesetze. Die Renten, die Gehälter wurden nicht ausgezahlt. Also die Leute im Osten wurden systematisch schikaniert von der ukrainischen Regierung. Und jetzt denken sich viele, können das wahrscheinlich sich gar nicht vorstellen. Viele Zuschauer, der Öffentlichen, können sich das überhaupt nicht vorstellen. Und hier ist ganz wichtig, dass ja die USA, der ukrainischen Regierung 2014, dass da ja einen Umsturz gegeben hat und dass die USA die Regierung geplant hat. So, I don't think Cleach should go into the government. I don't think it's necessary. I don't think it's a good idea. Und dass es Geostrategie der USA ist, Eurasien zu spalten und den Handel zu blockieren. Das ist der Hintergrund. Aber das ist jetzt auch alles egal. Das ist ein eigenes Video, die Geostrategie. Da könnt ihr auch andere Videos gucken. Sondern entscheidend ist jetzt hierbei, dass diese Aggression stattgefunden hat. Und da ist es egal, aus welchem Grund diese Aggression hat stattgefunden. Die Gründe, wie gesagt, sind geostrategische Gründe, die dahinter stehen. Die Ostukrainer, sie wollen nicht mehr Teil der Ukraine sein. Und dann ist es nicht legitim, dann ist es sogar völkerrechtswidrig vom Westen, aber auch von Russland, nicht schon 2014 diese Staaten anerkannt zu haben. Das heißt, auch Russland hat sich hier falsch verhalten. Auch sie hätten diese Staaten schon viel früher anerkennen müssen. Das ist ganz wichtig. Das ist ein Gesichtspunkt, der meines Wissens nach von den allermeisten AfD-Lern bisher nicht gebracht wird. Das, was aber ganz wichtig ist. Das heißt, wenn man jetzt diesen Gesichtspunkt vorträgt, heißt es nicht, dass man sagen muss, ich bin jetzt der Meinung, dass das Völkerrecht so und so perfekt ist. Aber das ist das Kosovo-Urteil, das ist geltendes Recht, dass diesen Leuten die Unabhängigkeit zusteht und auch meiner Sicht moralisch ganz leicht nachvollziehbar. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, wenn, dann würden ja überall auf der Welt eigene Staaten entstehen. Und das war übrigens auch der Kritikpunkt von Russland am Kosovo-Urteil, dass es dann ja ganz viele Staaten geben würde. Aber das war dem Westen, war das damals egal. Und jetzt ist es plötzlich natürlich nicht mehr egal. Jetzt, wo es nicht mehr in den Kram passt. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ist es dennoch dann völkerrechtlich okay, Kiew anzugreifen? Und hier ist es der Knackpunkt. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie weit darf dann die Verteidigung gehen? Weil wie gesagt, wenn es eigene Staaten sind, sie haben Russland zur Hilfe gerufen, dann ist es legitim, dass Russland diesen Staaten hilft. Weil ja die Ukraine den Beschuss erhöht hat, es offizielle Haltung ist, der Ukraine diese Gebiete zurückzuerobern, was ihnen aber völkerrechtlich nicht zusteht. Wenn diese Völker, wenn ja die Leute eindeutig dafür sind, dass sie ihre eigenen Staaten wollen, steht es der Ukraine nicht zu. Das heißt, sie greifen im Grunde, greifen sie ein fremdes Land an, weil es müsste eigentlich ein fremdes Land sein. Diese fremden Länder rufen Russland zur Hilfe. Das heißt, dann darf Russland auch natürlich, weil ja von der Ukraine die Aggression ausgeht, das heißt, dann darf natürlich Russland irgendwie auch die Ukraine angreifen. Demnach dürfte sie es. Wo natürlich dann die Frage ist, wie weit geht dann noch Verteidigung? Und ist es dann noch Verteidigung, Kiew anzugreifen? Aber das ist der entscheidende Gesichtspunkt, den man überhaupt erstmal erörtern muss. Und aus meiner Sicht, wenn, ja wie gesagt, solange die Ukraine ihre Haltung nicht ändert, diese Gebiete zurückerobern zu wollen, solange ist sie immer eine akute Bedrohung. Also solange die Bedrohung für diese Gebiete vorhanden ist, ist es meiner Meinung nach dann auch, oder was heißt meiner Meinung nach, es ist meiner bescheidenen Interpretation nach, wäre es dann natürlich auch legitim, dann anzugreifen. Das heißt, mit dem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg, da hätte man das viel differenzierter vortragen können. Und was hätte man zu verlieren? Die AfD wurde als die AfD gesagt hat, das ist ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg, wurde die AfD trotzdem total ausgegrenzt, ist trotzdem in keine Talkshow reingekommen. Weil das Entscheidende ist, weshalb sie in die Talkshows nicht reinkommen, ist ihre Positionierung. Dass sie gegen Waffenlieferungen sind, gegen Sanktionen sind und deswegen werden sie ausgegrenzt. Die Begründung ist dann nebensächlich. Das heißt natürlich, aber es ist ja schon das Maximum, was die Öffentlich-Rechtlichen gegen die AfD machen. Mehr können sie ja gar nicht machen. Mehr ist ja medientechnisch gar nicht möglich. Und das ist ja, wie das Ganze im Westen, in den USA und hier funktioniert. Es funktioniert immer über die Medien. Das heißt, an sich sind wir eine gut funktionierende Demokratie. Man kann frei wählen. Wir haben ganz viele Rechte. Wir haben eigentlich auch eine funktionierende Justiz. Der Trick, wie es auch in den USA seit 200 Jahren geht, sind die Medien. Über die Medien bilden in Wahrheit ein Kartell. Sie berichten gleichförmig bei den wichtigen Narrativen. Und indem die Leute in der Masse keine Informationen haben, wählen sie das, was die Medien vorgeben. Also je nachdem, was die Medien für Narrative bringen, was sie für Gesichtspunkte zeigen, wo sie auch bewusst lügen, hat die Mehrheit der Leute keine Chance, an die richtigen Informationen zu kommen. Also sie werden getäuscht. Sie können ja nicht wissen, dass es andere Informationen gibt. Sie vertrauen den Medien und können ja nicht wissen. Sie wissen ja nicht,
dass die Medien Dinge verschweigen. Das weiß ein normaler Mensch nicht. Und solange das die Leute getäuscht werden, solange ja, kann man nicht von einer funktionierenden Demokratie sprechen. Das heißt, tatsächlich hat es Demokratie, also jedenfalls eine funktionierende Demokratie, hat es im Westen auch noch nie gegeben. Weil in den wichtigen Narrativen, also jedenfalls nicht in den USA, weil in den wichtigen Narrativen die Bevölkerung getäuscht wurde immer. Und das war ja auch schon 1848 beim Krieg gegen Mexiko, 1898 gegen Spanien, 9/11, ganz Pearl Harbor, ist die Bevölkerung in Amerika wurde immer getäuscht. Natürlich dann vielleicht in Anführungszeichen auch zum Vorteil, weil ja die USA Gebiete gewonnen haben. Da jedenfalls das zum Thema Demokratie, das wäre jetzt wieder ein eigenes Video. Jedenfalls könnte Lukasen hier ganz viele Gesichtspunkte zeigen. Wenn er die Informationen hat, das wissen wir nicht genau. Wir wissen nicht genau, welche Informationen er hat. Aber aus meiner Sicht hat er, auch wenn er Oberst ist, hat er nicht alle Informationen. Und ganz interessant ist auch am Ende, was aus meiner Sicht sehr verhängnisvoll war, wo er die beiden AfD-Leute, seine eigenen Leute angegriffen hat, was kein Vorteil für ihn sein wird, was natürlich ein Schaden für die AfD war, weil dann kam natürlich gleich die ZDF-Schlagzeile, dass Lukasen als Kronzeuge die eigenen Leute angreift für ihre Positionierung und damit das Narrativ stärkt, der Öffentlich-Rechtlichen, was sie verbreiten wollen, dass Russland dämonisch ist und dass man im russischen Fernsehen nicht auftreten darf und so weiter. Jedenfalls hat er da die Leute in die Pfanne gehauen. Und aus meiner Sicht ist interessant, dass Lanz ja vorwirft, dass da so eine seltsame Russlandfreundlichkeit vorherrschen würde in der AfD, dass sie ja unerklärbar sei. Und tatsächlich ist es genau umgekehrt, dass eine Bevölkerung und auch in der AfD oder auch gerade bei Lukasen eine eigentlich unbegründete Amerikafreundlichkeit, unterbewusste Amerikafreundlichkeit vorherrscht, die ja einfach aus den guten Erfahrungen nach dem Zweiten Weltkrieg herrührt, weil wir einfach eine gute Zeit hatten nach 1945 und wir, die Bevölkerung oder auch Leute wie Lukasen, die schreiben das den Amerikanern zu, weil man kann ja auch zu Recht sagen, wir hatten hier ein gutes Wirtschaftssystem und in der DDR und im Osten, das Wirtschaftssystem war schlecht, den Leuten ging schlecht. Und deswegen sind viele Leute immer noch dankbar gegenüber den USA, dass wir hier dieses freie Wirtschaftssystem haben, was ja auch richtig ist, was ja auch begründbar ist. Aber was jetzt der Fehler ist, was das Verhängnisvolle ist, was auch das Brandgefährliche ist, dass man denkt, die USA wären unser Freund. Tatsächlich ist das nicht so, sondern wir wurden aufgebaut gegen Russland, als Bastion gegen Russland. Deswegen wurde es 1945 damals als strategisch sinnvoll an, dass Deutschland wirtschaftlich stark ist, damit wir nicht an Russland fallen, damit Eurasien keinen Block bildet. Das ist in Wahrheit leider aus meiner Sicht, das ist der einzige Grund, weshalb ja wir gestärkt wurden. Aber nachdem Russland 1990 schwach war, ist das nicht mehr das Interesse, oder wird es in den USA nicht mehr als geostrategisches Interesse angesehen. Es ist aber so, dass Leute wie Markus Lanz oder überhaupt die großen Medien die Interessen der USA, also die Narrative verbreiten, die im geostrategischen Interesse der USA sind. Also die Spaltung Eurasiens, Russland ist der Feind, Russland ist der Böse, wir sollen kein Gas aus Russland holen und so weiter. Das sind ja die Narrative, die in den Öffentlich-Rechtlichen verbreitet werden und die anderen Gesichtspunkte werden kollektiv verschwiegen. Und das ist geostrategisches Interesse oder es wird behauptet in den USA, dass das deren von den US-Eliten, dass das geostrategisches Interesse der USA sei. Wobei sich hier die Frage stellt, inwieweit das tatsächlich eher Interesse für die Waffenlobby ist als für die USA, das ist eine andere Frage. Aber jedenfalls, die Medien sind beeinflusst, diese Interessen, diese Narrative zu verbreiten. Und aus meiner Sicht, das hat Lukasen, er hat jetzt seine Meinung schon etwas geändert. Er hat ja, man hat das ja schon gemerkt, es gab ja dieses Missverständnis. Lanz war ja auch ziemlich sauer. Es ist nicht so gelaufen, wie er sich das gedacht hat. Aber aus meiner Sicht, Leute wie Lukasen oder viele in der AfD, die haben das noch nicht umrissen, was in der Ukraine sich abspielt. Die fangen jetzt erst an, das zu begreifen. An die kommen die Informationen erst jetzt ran. Deswegen aus meiner Sicht ist es natürlich schlimm, was Lukasen am Ende gemacht hat, dass er die Leute angegriffen hat für eine Selbstverständlichkeit, dass sie im russischen Fernsehen auftreten. Und er so getan hat, dass er Russland unser Feind. Russland ist nicht unser Feind. Wir sind nicht im Krieg mit Russland. Das sind vielleicht, ist vielleicht Baerbock und das sind vielleicht die anderen Parteien. Und es sind vor allen Dingen Lanz und die großen Medien, die einen Krieg gegen Russland führen. Das ist so. Was Lanz führt, Krieg gegen Russland. Das ist ganz eindeutig so. Er verbreitet Propaganda, stellt Russland als feindlichen Staat hin. Das ist aber Lanz Position. Das ist nicht AfD Position. Und das ist auch nicht, offiziell auch nicht deutsche Position. Wir sind nicht im Krieg mit Russland und Russland ist nicht unser Feind. Und das ist eine Selbstverständlichkeit, dass man in den Medien von einem anderen Land auftreten kann, dass man auftreten kann, wo man will.
Und vor allem die Aussagen, ja auch, da hat jetzt dann Lukassen von Landesverrat gesprochen oder irgend so, oder Volksverrat, weil er irgendwie dargestellt hat, dass die Inflation die Bevölkerung, dass es negative Auswirkungen auf die Bevölkerung hat. Weil das ja sozusagen dann psychologisch gut für Russland und schlecht für Deutschland wäre. Und das wäre dann sozusagen, er hat Russland eigentlich als Feind dargestellt. Und ich glaube, das ist auch irgendwo in seinem Kopf drin. Die Amerikaner sind die Guten, da sollten wir uns lieber dran halten. Da kommt die Freiheit, der Wohlstand her. Und von Russland sollten wir uns eher fernhalten. Ich glaube, das ist in vielen Köpfen drin. Und das war auch lange in meinem Kopf drin. Also ich wurde auch lange getäuscht. In 2000ern habe ich auch gedacht, Putin ist ganz böse. Und da bin ich voll drauf reingefallen. Weil auch die Propaganda so geschickt ist. Da denkt man irgendwie, die Medien, die sind irgendwie linksgrün. Aber zum Beispiel mit dem 11. September die Täuschung. Weil der Spiegel hat ja immer über Bush gehetzt. Das ist ja der schlechteste Präsident. Hat also Schamotter ausgeschüttet über Bush. Hat ihn so schlecht dargestellt, der schlechteste US-Präsident. Und ich dachte immer, der Spiegel wäre amerikafeindlich. So. Und das ist natürlich die Täuschung perfekt, weil sie sich an die Narrative gehalten haben. Sie haben das WTC-7, kein Flugzeug, dass es im freien Fall eingestürzt ist, kein Flugzeug und das, ja, also dass alle Stahlsäulen mit einem Schlag gleichzeitig nachgegeben haben, wie es nur bei einer Sprengung der Fall sein kann und durch ein Feuer ausgeschlossen ist, dass in dem Bericht 2004 der WTC-7-Turm, der dritte Turm, gar nicht vorkam, also jedenfalls nicht vorkam, wie er eingestürzt ist, dass das nicht begründet wurde im ganzen Bericht. Das kam im Spiegel gar nicht. Das ist gar nicht aufgefallen, weil der Spiegel hat immer über Bush gehetzt und hat man gedacht, ja, die sind amerikafeindlich. Deswegen bin ich auch voll drauf reingefallen. Da sind viele drauf reingefallen. Aus meiner Sicht, da muss man geduldig bleiben, immer wieder informieren, aufklären. Vor allem auch über die Menschenrechtssituation. Also ich denke, die allermeisten, auch die meisten der AfD kennen nicht dieses Poroschenko-Zitat, deren Kinder werden im Bunker leben. Oder auch am besten bei Antispiegel, bei Thomas Röper gucken. Da sieht man die ganzen Verbrechen, werden aufgelistet. Also auch die auch dokumentiert sind. Also O-Töne, wo es überhaupt keinen Zweifel gibt. Wo es überhaupt keinen Zweifel gibt, dass es stattgefunden hat. Und aus meiner Sicht, da muss man darauf verweisen, auf die Quellen, dass sie vielleicht auch Tacheles gucken, regelmäßig. Und dass man systematisch immer geduldig weiter Aufklärung betreibt. Und aus meiner Sicht, man sieht schon, Rüdiger Lukassen hat aus meiner Sicht das am Anfang der Sendung hat das sehr gut gemacht, hat einen guten Eindruck hinterlassen, was ganz wichtig ist, hat gezeigt, wir AfDler, wir sind Menschen, wir haben ein seriöses Auftreten und hat auch kleine Überraschungserfolge verbucht. Und dann war halt der Fehler aus meiner Sicht, dann war er vielleicht auch perplex, dass nach der Hälfte der Sendung er dann die ganze Narrative abgenickt hat. Er dachte, okay, ich muss die Narrative abnicken, das ist der Preis, den muss ich bezahlen, damit dass wir halt wieder eingeladen werden, dann muss ich halt zugeben. Was er nicht gemerkt hat, dass er seine ganze Integrität und die Integrität der AfD aufs Spiel gesetzt hat. Oder dass sie im ÖR-Narrativ, das er abgenickt hat, das dann auch für die Leute gilt, für die meisten Zuschauer, weil alles, was er abnickt, gilt, Russland sind Dämonen, dass dann die ganze AfD-Positionierung mit den Waffenlieferungen, dass sie plötzlich unlogisch wird. Weil wenn Russland dämonisch ist, wenn Russland so ein aggressiver Staat ist, wenn Putin ein Irrer ist, dann stimmt die Logik, dass man Waffen liefern muss, dass man Sanktionen machen muss. Das ist dann alles logisch. Auch aus meiner Sicht, das verstehen auch Wagenknecht nicht, dass man dann entschiedener die Vorgeschichte auch bezüglich der Menschenrechte, dass man das alles bringen muss, um eben zu verdeutlichen, dass Russland kein aggressiver Dämonenstaat ist, der plötzlich überraschend die Welt erobern will. Und das ist nichts anderes, was die Öffentlich-Rechtlichen darstellen, was Markus Lanz darstellen, was die Leute auch glauben. Was dann viele Leute tatsächlich ehrlich glauben. Das können wir uns gar nicht mehr vorstellen. Wir denken, ja, wie kann man denn so doof sein? Wie kann man sowas glauben? Aber wir können uns da nicht mehr reinversetzen, wenn man die Informationen nicht hat, dass viele naive Leute das glauben. Natürlich, da gibt's die Antifanten, die auch bei Stürzenberger immer demonstrieren und die wissen das alles ganz genau. Das sind Leute, aus meiner Sicht, sind zum großen Teil Psychopathen. Es gibt alles Mögliche. Die Leute, die wissen natürlich Bescheid und sie sind gerade deshalb dafür. Also sie wollen einfach das Böse, kann man sagen. Also sie wollen die Welt brennen sehen. Das sind brandgefährliche Leute. Das sind aus meiner Sicht ungefähr so, ja leider 20% der Bevölkerung. Also 20% der Bevölkerung, die es alles wissen, die es aber so wollen. Aber ganz viele Leute, die verstehen das nicht. Oder die fassen es halt nur am Rande auf und die haben halt auch viel zu tun. Und viele, die verstehen das nicht. Und da muss man logisch argumentieren. Und aus meiner Sicht hätte bei Lukassen die Bereitschaft sein müssen, da sein müssen, im Zweifel dann auf die Sendung zu verlassen und nicht mehr eingeladen zu werden.
Das heißt, er darf dann hier seine Integrität, er darf dann nicht alles abnicken, er muss dann weiter Aufklärung betreiben, was er auch hätte machen können. Er hat dann ja, es war dann ja wie ein Verhör. Er wurde dann immer von Lanz irgendwie schlecht dargestellt. Ja, er hat das für Geld gemacht, er hat sein Unternehmen für Geld da aufgebaut. Es wurde permanent unterbrochen, auf unverschämte, unhöfliche Weise wurde er angegangen, wurde also permanent unterbrochen, wurde negativ dargestellt und Lukas ist dann ruhig geblieben, hat dann einfach weiter seine Punkte gemacht, was auch teilweise gelungen ist, aber aus meiner Sicht wäre es sehr viel besser gewesen, wenn er auf das unverschämte Verhalten aufmerksam gemacht hätte. Das heißt, wenn er darauf aufmerksam gemacht hätte, an dem Punkt, wo er von Lanz unterbrochen wird, dass er sagt, sie haben mich jetzt gerade unhöflich unterbrochen. Und dann auch in die Konfrontation geht. Auch wenn er weiß, ich werde dann nicht mehr eingeladen. Weil das wird er sowieso nicht mehr. Es wird auch jetzt nicht mehr. Er wird auch jetzt nicht mehr eingeladen. Weil er zu sehr schon mit Minsk 2 hatte angesprochen. Lanz, die haben es gerochen, dass er jetzt auch die Seite gewechselt hat. Dass er jetzt nicht mehr so ist wie früher. Dass er eben ja, kein bösartiger Mensch ist aus meiner Sicht, sondern dass er jetzt, weil ich kenne ihn nicht, aber jetzt den Eindruck, den ich habe, dass er jetzt eben auch die Informationen zu ihm kommen und er jetzt auch langsam seine Meinung ändert. Aber das ist halt diese Pro-NATO-Sache, das ist halt fest in ihm drin. Aber auch er mit den geostrategischen Interessen, mit Minsk, was er erzählt hat, das ist, glaube ich, deswegen, da wird er nicht mehr eingeladen. Da wird er so oder so nicht mehr eingeladen. Das hat ihm alles nichts gebracht, am Ende dann das Einknicken, dass er dann dann alle Unhöflichkeiten hat über sich ergehen lassen, ohne das zu benennen. Er hat keine Aufklärung mehr betrieben, hat er die eigenen Leute in die Pfanne gehauen, das hat alles nicht gereicht. Er wird trotzdem nicht mehr eingeladen. Und am Ende hat er in der zweiten Sendung, hat sich selber nur Probleme gemacht, der hat der AfD Probleme gemacht. Er hat sich selber seine eigene Integrität vor einer großen Anzahl von Leuten durch die aus ihrer Sicht nicht logische Argumentation hat er an Integrität verloren, hat die AfD an Integrität verloren, natürlich, dass er noch die eigenen Leute angegriffen hat, die er dann auch schlecht dargestellt hat, dass sie ja Vaterlandsverräter sind. Meiner Meinung nach, umso natürlich, er bleibt immer ganz ruhig, er wird nicht aggressiv, im Tonfall bleibt er ganz ruhig, aber er ist sehr aufmerksam und er spricht jede Verfehlung von Lanz an. Und wichtig ist auch, das macht Wagenknecht aus meiner Sicht mittlerweile sehr gut, sie lässt sich nicht unterbrechen. Sondern sie redet dann weiter, sie macht ihren Punkt. Weil es ist schon so, es ist psychologisch schon so, wenn man nachgibt, dann wirkt man schwach. Dann wirkt der andere, hat dann Oberwasser und man darf sich nicht zu sehr unterbrechen lassen. Natürlich irgendwann, man muss dann auch zum Ende kommen, man muss dann auch fertig reden. Aber es ist schon so, dass derjenige, der sich durchsetzt bei so einem Duell und dann weiterredet, dass der irgendwo gewinnt, dass der als stärker dasteht und der andere dann der Verlierer ist. Also so psychologisch gesehen der Verlierer ist. Und die Leute, die Mitläufer, die Leute rennen dem Stärkeren hinterher. So ist deswegen, er lässt sich nicht dauernd unterbrechen, in ruhigem Tonfall, aber bestimmt macht er deutlich, was Lanz hier gemacht hat. Weil wenn er nicht darauf aufmerksam macht, dann denken die Leute, es ist okay, es ist angemessen von Lanz. Er beschwert sich nicht, also wird Lanz schon seinen Punkt haben, ist es okay von Lanz, dass er ihn unterbrochen hat. Weil ja er so schlimm ist, dann hat er es verdient, unterbrochen zu werden. Weil jetzt mit dem Geld, da ist was dran. Und Lanz hat ihn ertappt und deswegen ist es okay, dass er unterbrochen wird. Also so wird es im Zweifel interpretiert. Deswegen alle negativen Frames, auch gegenüber AfD, aber auch gegenüber sich selbst, die muss er sofort, wenn Lanz das sagt, sofort aufgreifen, unterbrechen, das klarstellen. Da darf er nichts durchlassen. Er bleibt ruhig, bestimmt, aber er greift das auf und er lässt das nicht durchlaufen. Das ist ganz wichtig, dass man da nicht schweigt und denkt, ja, die Leute denken es dann ihren Teil. Sondern wenn man es durchlaufen lässt, dann gilt es als akzeptiert. Und aus meiner Sicht, wie gesagt, bekommt jetzt bestimmt sehr viel Kritik, auch zu Recht Kritik. Aber aus meiner Sicht, es war jetzt, denke ich, jetzt nicht böse Absicht, allgemein nicht böse Absicht. Und man muss, denke ich, versuchen, solche Leute wie Lukasen zu überzeugen. Und wir müssen dankbar sein jetzt darüber, dass er die erste Hälfte der Sendung gut gemacht hat, er einen guten Eindruck hinterlassen hat, dass er sich für die AfD einsetzt. Da sollte man dankbar sein und wir müssen die Einheit bewahren und wir müssen zusammenhalten. Jeder macht Fehler, er macht Fehler. Björn Höcke hat vielleicht auch Fehler gemacht und er hat jetzt hier auch einen Fehler gemacht. Wir müssen uns verzeihen, das ansprechen, aber dann verzeihen und weitermachen. Sich verbessern, hinter sich lassen, auch eigene Fehler zugeben. Wir haben einen Fehler gemacht, ich habe einen Fehler gemacht. Björn Höcke hat es ja auch zugegeben, es war ein Fehler. Gibt man dann zu, wir haben einen Fehler gemacht, man versucht es dann besser zu machen und weiter geht's.
Und ja, aus meiner Sicht wäre es natürlich gut, wenn Lukasen sich dann entschuldigt. Und das auch ihm. Und da wäre es natürlich auch gut, wenn er sich entschuldigt, dass man ihn dann auch in Ruhe lässt. Aber er sollte sich ganz klar entschuldigen und ganz wichtig, sich hinter die eigenen Leute stellen und klarstellen, es ist okay, dass die Leute da auftreten und Russland ist kein Feind und sie dürfen da bei Medien auftreten und was sie gesagt haben, das ist auch überhaupt nicht schlimm. Und da muss er einfach, das muss er zurücknehmen aus meiner Sicht. Da führt kein Weg dran vorbei, dass er sich da entschuldigt und es zurücknimmt. Und das sollte er machen und da sollte man ihn auf ihn hinreden und dann deutlich zeigen, ja hier, guck mal, das ist auch schlecht für die AfD, es ist auch schlecht für dich. Du untergräbst deine eigene Glaubwürdigkeit, du untergräbst unsere Glaubwürdigkeit. Es ist besser, ins kalte Wasser zu springen, den Fehler zuzugeben, zu entdecken und dann zuzugeben. Beispielsweise ich habe am Anfang Corona mich auch reinlegen lassen, weil auch in meiner Familie da viele Panik gemacht haben. Dann dachte ich auch, die Leute, die jetzt Corona nicht so kritisch sehen, die spinnen. Und man muss das ganz hart machen mit Tracking-App und so habe ich dann, ich glaube, ein paar Wochen habe ich das geglaubt. Da wurde ich auf meinem Kanal abgestraft. Auch zu Recht. Ich habe dann gedacht, die Leute sind dumm auf meinem Kanal. Bis ich halt gemerkt habe, dass ich der Dumme bin. Und dann gebe ich es zu, sage ich, okay, ja, es war ein Fehler. Ich habe es einfach, ich habe mich verschätzt, habe es halt nicht gewusst, habe es falsch gemacht. Und dann gibt man den Fehler zu und weiter geht's. Und dann macht man, nicht, dass man dann weiter drauf beharrt und versucht es zu verstecken, sondern dann gibt man den Fehler zu und dann macht man weiter. Und dann macht man es richtig und dann macht man nach bestem Gewissen weiter. Aber ich habe das Entscheidende ist ja, dass man wahrhaftig ist, dass man nach bestem Wissen und Gewissen etwas macht. Das ist das Entscheidende. Fehler kann man machen, aber man muss wahrhaftig dabei sein, wenn man Fehler macht. Das ist das Entscheidende. Und dann, wenn man eben den Fehler entdeckt hat, dann gibt man es zu und dann geht es weiter. Ihr könnt ja schreiben, wie ihr den Auftritt gesehen habt, wie ihr das seht und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.